Heute bei Träumeleben dreht sich alles um die Haare. Wie wäre es mit einem Undercut, einem Bob, Pixie Cut, Beach Waves oder einfach nur Spitzen schneiden? Viele Möglichkeiten, um das Gesicht und den Typ zu betonen. Mein Friseurbesuch ist schon länger her, deshalb freue ich mich auf eine kleine Veränderung und nehme Sie mit zum Friseurmeister Davide Mebratu. Hallo David! Hallo Katharina, ich grüße dich. Schön ist es hier bei dir. Hell, freundlich, man fühlt sich total wohl, wenn man reinkommt und man bekommt Lust aufs Haare schneiden. Das freut mich sehr. Das ist ein tolles Feedback. Davon leben wir. Wie wichtig ist dir der erste Eindruck? Also für mich ist das auf jeden Fall ein Aushängeschild von meiner Persönlichkeit. Und wenn man schon nicht mit mir gesprochen hat, dann bekommt man auf jeden Fall schon mal einen Eindruck. Und dann geht es darum, auch dafür zu sorgen, dass das zutrifft. Wie lange bist du jetzt schon hier in deinem Salon? Ziemlich genau 10 Jahre. Ja. Das ist eine richtig lange Zeit, 10 Jahre, oder? Ja, ich muss auch ehrlich sagen, schnell vergangen. Also ich muss immer wieder nachdenken. Ich habe eine Tochter, die wird 10. Mhm. Und mit ihrer Geburt haben wir den Salon eröffnet. Das war das Thema Leidenschaft. Also ich war von alleine ohne Wecker um 5 Uhr morgens wach. Okay. Was bedeutet für dich Leidenschaft? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich muss immer wieder neu drüber nachdenken. Mhm. Also das hat mit Sicherheit verschiedene Gründe. Also einmal, dass wir das gerne machen. Wir sind insgesamt 8 Mitarbeiter, davon sind 7 Meister. Wow. Also die sind voll überzeugt von dem, was sie machen und wollen auch dabei bleiben. Das ist schön. Und natürlich auch die Bereitschaft zu leiden, ne? Wenn man jetzt an Corona denkt und alle Umstände und Widrigkeiten, die es dort gibt. Auch in unserem Beruf gibt es Herausforderungen, das kostet viel Kraft. Mhm. Wenn du das ernst nimmst, führst du sehr viele Gespräche mit Kunden, du versuchst den Anforderungen gerecht zu werden und die Bereitschaft muss man auch haben, deswegen ist das auch nicht unbedingt was für jeden. Interessant, steckt auch in dem Wort drin, ne? Leidenschaft, ja, das Leiden. Super, dann freue ich mich jetzt auf einen schönen neuen Haarschnitt. Ich freue mich auch drauf. Wenn du möchtest, darfst du erstmal deine Jacke ablegen und dann begleite ich dich zum Platz. Sehr gerne. Sehr gut. So, David, wie läuft so eine Beratung normalerweise ab? Naja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Für mich ist es erstmal wichtig, mir einen Eindruck von dem Menschen zu machen. Was für eine Bereitschaft hast du, ist immer ganz, ganz wichtig. Das muss ich alles erstmal vorher abchecken. Wenn du jetzt sagst, hey Mann, eigentlich bin ich ganz glücklich, aber möchte einfach nur einen Basishaarschnitt haben, dann bin ich damit fein. Wenn ich aber den Eindruck habe, Mensch, du willst eine Veränderung haben, dann gehen wir richtig in die Beratung und dann werden wir mal herausfinden, wie weit willst du gehen, möchtest du eine komplette Veränderung haben oder nicht. Aber der erste Schritt ist wirklich, dich kennenzulernen und herauszufinden, wozu du Lust hast oder ob du vielleicht auch eine ängstliche Person bist. Das kommt dir auch schon mal vor. Ne? Okay. Da kann es schon mal sein, dass ich glaube, dass dir was anderes viel besser stehen würde, aber du die Bereitschaft dazu nicht hast. Und wenn ich das spüre, dann gehe ich da gar nicht drauf ein und guck, dass du mich erstmal kennenlernst und ich dein Vertrauen gewinnen kann. Spannend. Dann lassen wir mal den Dude mal aufmachen. Genau. Und dann gucken wir mal. Also ich bin da total offen. Es gibt mit Sicherheit bestimmte Erfahrungen, die du gemacht hast, von denen du sagst, oh nee, David, das kommt für mich nicht in Frage, das will ich auf keinen Fall. Also die Länge, das darf schon ein bisschen ab. Ich hätte auch ein Foto dabei, wenn dir das hilft. Sehr gut, auf jeden Fall. Das hilft mir sehr. Dann bekomme ich erstmal einen Eindruck, wie du dich gerne sehen willst. Und dann werden wir mal schauen, was ich davon halte. Ist nicht ganz unwichtig. Davide versteht genau, was ich meine. Ich fühle mich in meiner Persönlichkeit wahrgenommen und gemeinsam entscheiden wir, was gemacht werden soll. Jetzt aber erstmal Haare waschen, bevor es zum Schneiden geht. Sehr entspannt. Okay, für den Hund ist es weniger aufregend. David, sind hier schon mal Tränen geflossen? Weißt du was? Du musst dir vorstellen, Katharina, dieser Salon, hier geht es wirklich witzig einher. Ja. Ne? Das ist wirklich lustig. Und auch wenn ich freundlich wirke, bin ich autoritär. Weißt du? Okay. Und im Sinne von, dass ich schon mitbekomme, was in meinem Umfeld passiert. Bei uns ist wirklich Wein ein Tabu. Ne, also wir sorgen wirklich dafür, dass wir sagen, sind wir uns da klar? Also hast du das wirklich, weil das ist für uns das Schrecklichste.
Das ist für mich, da bin ich so ehrfürchtig vor, dass ich wirklich immer wieder nachfrage und sicherstelle. Ne? Und gibt es ja auch Dinge, wo du sagst als Friseur, das geht gar nicht, das kann ich einfach nicht machen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass die Kundin dann heulen wird. Wenn ich das antizipiere und das finde ich dann heraus, indem sie von blond auf braun werden möchte und mir erzählt, dass sie sich gerade hat scheiden lassen. Dann weiß ich, das Motiv für so einen Veränderungsprozess ist krass. Und die Korrektur von ganz blond, du bist ganz blond und bist plötzlich dunkelbraun und dann weinst du. Das heißt, ich muss das ja korrigieren, das ist unmöglich. Also es geht dann wahrscheinlich gar nicht um die Haare, sondern manchmal auch einfach um Veränderung im Leben. Meistens schon. Okay. Ne? Katharina, bist du bereit? Ich bin bereit. Wie besprochen, ne? Nicht so viel ab, vorne schön Stufen. Genau. Und was begeistert dich in deinem Beruf, David? Also ich glaube mit Sicherheit, dass ich mit Menschen zu tun habe. Mhm. Also das ist mit Sicherheit eins der Dinge, die mir auch am meisten liegen. Mhm. Also das entspricht meinem Wesen. Also Menschen sind für mich der größte Motivator. Okay. Es kommt schon mal vor, dass es mir morgens früh nicht ganz so gut geht, dass ich nicht so richtig aus dem Trott komme. Aber sobald ich im Salon bin und dem ersten Menschen begegnet, fühle ich mich auch ein bisschen auf eine gesunde Form verpflichtet. Ne? Also das ist auch ein bisschen wie eine Kur für mich. Ne? Aber du hörst ja unglaublich viele Lebensgeschichten auch, oder? Wie gehst du damit um? Ja, unterschiedlich. Ne? Ich finde, es kommt auch immer ein Stück weit darauf an, in welcher Verfassung man selber ist. Ne? Mhm. Und Gott sei Dank bin ich jemand, der in die meiste Zeit seines Lebens in guter Verfassung ist. Oder beziehungsweise seitdem ich meinen Glauben aktiv lebe, ehrt mich das natürlich, wenn jemand mir vertraut. Und ich bin sehr transparent und sehr offen mit meiner Lebensgeschichte. Mhm. Und die meiste Zeit ist es so, dass ich dankbar dafür bin, wenn jemand sich mir anvertraut. Und wie machst du das mit dem Glauben? Wieso hilft dir der Glaube da ganz praktisch? Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. In der Not, wenn Menschen in Not geraten, und ich glaube, das tut ja ein Stück weit jeder von uns. Und ich habe das Glück gehabt, in meiner Not Menschen kennengelernt zu haben, die mir den christlichen Glauben näher gebracht haben. Mhm. Und und dann habe ich meine Erfahrung gemacht. Ne? Ja. Und sprichst du auch offen über deinen Glauben mit den Kunden oder ist dir das nicht so wichtig? Also doch. Ich spreche sehr offen mit. Also ich bin nicht der Typ, der aufdringlich ist, der das jemanden aufzwängen muss. Aber ich glaube, für mich ist es so, dass mit Sicherheit es kein Thema gibt, wo wir am Glauben vorbeisprechen können. Ne? Also daher, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir ein Gespräch, das tiefgreifend ist und tiefgehend ist, ohne Glauben gar nicht vorstellen. Was aber nicht bedeutet, dass wir auch oberflächlich bleiben können. Hm. Das ist ja auch total in Ordnung, das mag ich auch. Ne? Hm. Aber wenn du mir ernsthafte Fragen stellst, die von Bedeutung sind, dann kommt man wahrscheinlich nicht dran vorbei. Ja. Außerdem bin ich tätowiert mit all den Dingen, die mit Glauben zu tun haben. Also da wird man auch gefragt. Aber um nochmal zurückzukommen zum Thema Glauben. Ich habe einen, heute kann ich sagen, ist ein Freund von mir, der Krebs bekommen hat und der verzweifelt angerufen hat, weil er wusste, er wird seine Haare verlieren und hat mich gebeten, seinen Kopf zu rasieren. Und ich habe mit mir zu hadern gehabt, weil ich irgendwie gespürt habe in meinem tiefsten Inneren, Mensch, David, weißt du was, frag doch, ob du für diesen Menschen beten darfst. Und ich habe gehadert. Und ich habe gedacht, Gott, warum muss ich das jetzt machen? Aber zu aller guter Letzt habe ich mich wirklich entschlossen, das zu machen. Das Schöne an der Sache war, dass dieser Mensch wirklich danach erstmal keine Haare hatte, sehr lange Zeit, aber trotzdem einen Termin gemacht hat, weil er mich gefragt hat, kannst du nochmal für mich beten, kannst du nochmal für mich beten, kannst du nochmal für mich beten? Und er hat immer gesagt, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass mein Friseur mich in dieser Art und Weise so begleiten kann. Ne? Wie ein Seelsorger. Ja. Mich bewegt es, wie authentisch Davide über seinen Glauben spricht. Er sieht den ganzen Menschen mit seiner Geschichte.
Das Ergebnis gefällt mir. Wow, sieht richtig gut aus. Ganz was anderes als vorher. Ist schön, dass es dir gefällt. Oh, schön. Bist du auch zufrieden? Ja, sehr, sehr. Ich war auch vorher schon zufrieden mit dir, muss ich sagen. Ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, dass ich verstanden habe, was du meintest. Und ich hoffe, total, dass ich da sozusagen dem gerecht geworden bin. Auch richtig schön, gefällt mir. Freut mich. Ja, schön, dass du dir gefällst. Und wenn du Lust hast, können wir noch einen Kaffee trinken zusammen. Komm mit. Sehr gerne. Ein bisschen Platz, Alter, könntest du mir aber machen, ne? Du hast mich ganz schön eingezwungen hier. David, du hast es vorher kurz erwähnt, dein Leben war nicht immer einfach. Wo hattest du deine Kämpfe? Also rückblickend betrachtet weiß ich gar nicht so genau, inwiefern das Kämpfe waren. Heute fühle ich mich eher wie ein Kämpfer, weil man irgendwie die Schwierigkeiten erkennt und die Probleme sieht und dann weiß man, man geht dagegen an und weiß dagegen zu steuern. 1979 bin ich geboren, ich bin mit 9 Monaten von Italien hierher gekommen, nach Nordrhein-Westfalen, Köln in der Nähe. Mein Papa kommt aus Eritrea, meine Mama aus Sizilien. Ich bin auf Sizilien geboren und meine Eltern haben kein Deutsch gesprochen. In das Schulsystem musste man sich einfügen. Ich war ein Junge, sehr temperamentvoll, hatte nicht unbedingt so die Lust auf Schule. Für meinen Vater hatte das eine sehr große Bedeutung, hat aber kein Deutsch gesprochen, okay, konnten mich nicht so unterstützen, wie sie das, glaube ich, gerne gemacht hätten. Ne? Und ja, Stück für Stück rutschte man dann immer mehr und mehr in die ein oder anderen Schwierigkeiten. Ne? Zu aller guter Letzt waren es dann die Drogen, die mir das Genick gebrochen haben. Wie alt warst du da? Also ich würde sagen, mit 17 war ich schon sehr stark am Konsumieren. So, ne? Alles, was davor war, war mehr so dieses Ausprobieren und man hat irgendwie ein bisschen fast von allem ausprobiert, die Clique, in der man unterwegs gewesen ist. Und dann wurde es dann immer schlimmer. Und dein Tiefpunkt? Ich würde sagen, so mein Tiefpunkt war 25 und da ging es mir sehr schlecht, da war ich hochgradig heroinsüchtig. Mhm. Und dann habe ich das Privileg gehabt und die Möglichkeit gehabt, durch wunderbare Menschen, die im Glauben sind, dazu gehört auch meine Schwester Abeba, dass die eine Therapie für mich aufwendig gemacht haben. Mhm. Bethel in Neumünster. Und ich habe mich sehr gewehrt mit allen Möglichkeiten, die ich zu der Zeit hatte. Aber dann habe ich mich doch überzeugen lassen, dass ich ernsthaft Hilfe brauche. Die haben sich halt wirklich auf die Fahne geschrieben, wir sind ein christliches Rehabilitationszentrum und uns ist es wichtig, den Menschen auch sozusagen dabei zu begleiten, Gott kennenzulernen. Und wie hast du in dieser Phase, wo es dir so dreckig ging, Gott erlebt? Also ich glaube, es gibt da verschiedene Arten, wie ich ihn erlebt habe. Ich glaube, erstmal, muss eine Passage aus der Bibel zitieren, wo es heißt, dass Gott sozusagen ein Seufzen auch hört und auch in Form eines Gebetes für sich annimmt. Ne? Und ich glaube, ich habe viel geseufzt. Ich wusste zwar nicht genau, in welche Richtung man seufzt, aber dieses, weil einfach alles sehr schwierig und sehr anstrengend ist. Ich bin in Schwierigkeiten geraten, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Das hat dazu geführt, dass ich oft einfach müde, fertig, unzufrieden, süchtig. Und dann als junger Mann schaust du auf andere in deinem Alter, die sich weiterentwickeln und du verzagst halt einfach. Und das war dieses Seufzen nach Gott. Und wie ich dann zu einer Gemeinde gekommen bin, die dann sozusagen von Gott gesprochen haben, da wusste ich plötzlich, wo ich hinseufzen kann. Von dem Moment an, wie ich angefangen habe, eine Vorstellung und ein Bewusstsein davon zu haben, dass es nicht einfach nur in das All oder ins Universum ist, als sozusagen Jesus dieses Bild für mich bekommen hat, habe ich sozusagen auch gemerkt, dass Dinge in meinem Leben sich verändern. Und wie hast du es dann geschafft, da rauszukommen, Friseur zu lernen, einen Meister zu schaffen, dann hier einen Salon zu eröffnen? Was hat dich so motiviert, das anzupacken, das Leben anzupacken? Als ich angefangen habe, sozusagen in die Therapie zu gehen, erstmal frei zu werden von all den Dingen, die mich belasten oder die mich auch abhalten. In dem Fall war das die Sucht. Aber darüber hinaus auch viel, viel mehr. Die Frage ist, warum bin ich süchtig geworden? Mhm. Diese Minderwertigkeit, vielleicht auch das Gefühl, dass das Leben keinen Sinn hat. Die Vorstellung davon, dass es Gott gibt und dass er
wollte, dass ich am 30. Juni 1979 geboren werde, mich ausgestattet hat mit allen Gaben und allen Talenten. Also mehr Identität geht ja nicht. Ne? Und plötzlich heißt es irgendwie, ey, weißt du, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist angenommen, Gott hat dich ausgestattet mit Gaben, dein Leben macht Sinn, es gibt einen Plan für dein Leben. Also ich weiß nicht, ob es dir erstmal so schlecht gehen muss wie mir, um in diesen Botschaften irgendwie süßen Honig zu schmecken. Ne? Und das ist für mich eigentlich die Basis. Ne? Ja. Ich danke dir, David, für diesen schönen Tag, für die superschönen Haare. Und du bist ein echter Mutmacher. Man spürt und man erkennt, dass jeder Mensch eine Chance hat, aus seinem Leben was zu machen. Und du hast es gemacht. Wohl wahr. Dankeschön.